Willkommen zurück, Leute, hier bei Medal of Honor Allied Assault. In der Zwischenzeit habe ich mir eine Facecam besorgt und einen Greenscreen, damit ich direkt bei euch dabei sein kann. Im Let's Play einfach reingeschnitten. Wer kann denn sowas? Ich, seit heute. Ja, ist vielleicht ein bisschen mehr los, habe ich mir gedacht, wenn wir einfach die Facecam mit anmachen. Deswegen gehen wir jetzt, mittlerweile sind wir anscheinend in Norwegen, hier in Trondheim, und spielen diesmal auf einfach. Einfach nur, damit ich nicht sterbe und wir alles nochmal angucken müssen, weil das ist halt echt nicht so cool. Gute Arbeit in Nordafrika, Lieutenant. Operation Torch war ein voller Erfolg. Ja. Unsere Truppen drängen die Deutschen nach Osten zurück. Dort werden sie schon von General Montgomery und seinen Einheiten erwartet. Die Tage des Afrika-Kurs sind gezählt. Sie haben Major Grillo schwer beeindruckt. Er hat sie sogar für seinen nächsten Einsatz angefordert. Der gute Jack, der mag uns. Natürlich ist dies alles wieder mal streng vertraulich. Wie Sie wissen, sind wir dank unserer Radarsysteme in der Lage, deutsche U-Boote zu orten. Nun liegen uns Berichte über ein neues Gerät der Kriegsmarine vor, den Naxos. Es handelt sich dabei um eine Art Radardetektor, mit dem die deutschen U-Boote unsere Geleitzüge umfahren und ungehindert alliierte Konvois attackieren können. Das ist nicht so gut. Das wiederum würde das Mächtegleichgewicht auf dem Atlantik deutlich zugunsten der Deutschen verschieben. Die Briten arbeiten bereits fieberhaft an einem Gerät zur Neutralisierung von Naxos. Aber ich fürchte, es wird nicht rechtzeitig fertig sein, um ein Blutbad zu verhindern. Das ist natürlich scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Wir haben Major Grillo in einen U-Boot-Hafen der Kriegsmarine im norwegischen Trondheim eingeschleust. Dort wird angeblich der Prototyp des Naxos hergestellt. Nehmen Sie mit Major Grillo Kontakt auf. Helfen Sie ihm bei der Zerstörung des Prototyps und stehlen Sie möglichst viele Forschungsunterlagen. Okay. Auf diese Weise gewinnen unsere britischen Verbündeten wertvolle Zeit für die Entwicklung einer Gegenwaffe. Die alliierten Konvois auf dem Nordatlantik sind das Rückgrat der alliierten Truppen, Lieutenant. Ihnen ist klar, dass dieser Prototyp um jeden Preis vernichtet werden muss. Egal, was mit Major Grillo oder mit Ihnen passiert. Sie brechen morgen um 0400 mit einem Transporter der norwegischen Widerstandsbewegung auf. Also legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Weitere Informationen erhalten Sie unterwegs. Viel Glück, Lieutenant. Ich hoffe, ich sehe Sie und den Major bald gesund und munter wieder. Das hoffe ich auch. Okay, also, wir sollen schlafen gehen. Dann würde ich sagen, machen wir morgen weiter und im nächsten Part? Nee, natürlich nicht. Also, der gute Jack, der scheint uns echt zu mögen. Und wir sollen ihm jetzt hier helfen. Blue Fox, hier ist White Rook. Okay. Ich bin im Wachlokal, gleich beim Tor. Der da, hallo. Ja, und nu? Sagst du mir noch was? Wir sollen da rein anscheinend. Major Grillo, das ist doch Jack, oder? Hieß der nicht mit Nachnamen so? Wieso gibt er sich einen Decknamen? Er kann doch sagen, er ist Jack. Der gute Jack, so. Was haben wir denn für Waffen dabei? Oh, eine Pistole mit Schalldämpfer. Und ein paar Granaten und Sniper. Ja, ich glaube, wir sollen den da oben mit Sniper einfach erstmal. Okay, den ersten haben wir. Okay. Man kann es so schlecht sehen durch den Zaun. Haben wir die jetzt erledigt? Ja, sieht so aus. Jack, bist du noch da? Wo steht er? Und schild ein. Jack, ich komme. Oh, guck mal hier. Da fliegt ja was. Ich stehe jetzt vor dem Fenster. Ja, ja, ich sehe dich doch, Mensch. Ich bin doch nicht blind. Sehen können. Hallo. Passen Sie auf, vielleicht holen Sie Verstärkung. Ach, man kann tatsächlich Rechtsklick drücken, um zu snipen. Das ist ja fantastisch. Ich soll aufpassen, dass hier keine Verstärkung kommt. Packen wir, oder? Ah, gut. Guck ich mal lieber nicht in die Facecam, sondern da hinten, ob da jemand kommt. Ich höre was, ich höre was. Da, da. Also wie setzt er mich genau dann hin? Jack, soll ich dir helfen? Ich höre was. Oh. Sie müssen ohne mich weiter. Ist es denn ernst? Das ist... Hätte ich den retten können? Ich meine, er hat ja am Anfang gesagt, irgendwie Hauptsache die Mission klappt. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Jack so früh stirbt hier. Oder dass wir überhaupt ihn sterben lassen. Scheiße, jetzt sind wir alleine. Und natürlich haben Leute uns gesehen. Okay, für zwei Leben hole ich mir das nicht. Vielleicht brauchen wir es irgendwann dringender. Da hinten.
Hammer. Wow. Okay, haben wir auch. Ich würde sagen, wir gehen hier nicht übers offene Feld, sondern laufen ein bisschen außen rum. Oh. Wow. Die sehen ja richtig scheiße aus, die Hunde. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber den habe ich anscheinend gut getroffen. Ach, und jetzt ist der da. Ja, ja, du mit deinem Mixer hier. Der hat wirklich noch die Nate fallen gelassen. Das ist hier wie das Perk in COD. Ach, ich will doch keine Granaten. Ich hab doch versucht, eigentlich so leise wie möglich zu sein. Aber ist der tot endlich? Oder? War irgendwie, sind trotzdem alle auf mich aufmerksam geworden hier. Auch wenn ich es versucht habe am Anfang auf die Distanz zu snipen. So, müssen wir eben nachladen. Kuluku war hier mal um die Ecke rum. Ich sehe nichts, okay. Gehen wir ein Stück weiter. Oh, wir können mal schleichen ein bisschen. Ja, aber wenigstens die Schritte. Niemand da. Niemand da. Okay. Ah! Scheiß Töle, hau ab! Nein. Die sind ja richtig scheiße. Und ich schieß daneben wie ein Bekloppter, ey. Und hier geht's nirgendwo rein. Nee, du kommst her. Irgendwie ist die Pistole besser als die anderen Waffen. Lol. Na, da auf die Distanz wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab schon wieder den Hund gehört. Da oben. Hä? Ach, das da ist doch einer. Ich dachte, das sieht aus wie eine Lampe oder so. Ich hatte es überhaupt nicht gerafft, dass das einer sein sollte. Ja, bevor der uns zu nahe kommt. Ja, so sneaky meeky war das jetzt nicht, was wir hier gemacht haben. Nee, warte, wir haben ja den Mixer. Gehen wir mit dem Mixer da rein. Oh, erstmal Medipack, das ist sehr gut. Das zu. Wir machen hier auch mal zu. Nicht, dass uns wieder jemand hinterher rennt. Das können wir ja schon. Du siehst mich in der Hölle? Ich werde hier aber nicht sterben. Haben wir, haben wir. Sehr gut. Das sind Dokumente. Das sind bestimmt in dem Haus hier mehr. Hier. Sehr gut. Wie viel brauchen wir? Noch zwei. Sehr schön, sehr schön. Oh, 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 ich will eigentlich mal safe stehen. Unter den Amis gibt's wohl keine echte Kerle mehr. Ich schieße hier 40 Leute kaputt, ja, aber es gibt hier keine echten Kerle mehr. Okay, hier ist noch eins. Sehr schön, noch was lecker zu trinken. Yay! Ich hätte... Halt doch mal die Klappe und klatsch mir nicht dazwischen hier. Ich hätte Jack echt gerne behalten eigentlich. War ein sympathischer Junge. Vor allen Dingen war der unser Boss, der wollte uns haben. Und jetzt ist der Idiot als erster direkt an der Tür, weißt du? Der erste, der stirbt. Überhaupt, oder? Ne, wir haben jemanden weggesniped von den Deutschen. Was war das denn? Hm? Oh ja. Der geht eine Runde schlafen. Waren wir hier schon? Nee, waren wir nicht. Ich kann mich gar nicht mehr orientieren. Wo war ich denn hier schon? Oh. Komm mal her. Bam! Durch den Kopf durchgeschossen. Darf man sowas auf YouTube überhaupt zeigen? Wird schon kritisch. Ja, ich glaube nicht. Das ist mein.
Ja. Wie man immer verzieht, wenn man angeschossen wird. Das gibt's doch gar nicht. Das ist überhaupt nicht realistisch. Und was hat der davor? Er macht erstmal Radio an, während er stirbt. One shot. Ja. Komm schon. Aber man kann so langsam schießen mit der Pistole. Jawohl. Ein bisschen Muni sparen. Oh, es geht wieder raus. Nee, das will ich nicht. Komm, wir werfen mal eine Granate. Tap. Einfach mal schnell raus. Und jetzt rushen wir raus. Scheiß auf Sniper. Wir snipen die. Das schneiden wir einfach und dann passt es schon. So, dann haben wir die beiden. Da hätte ich ja eine Stunde geschossen, bis ich da eingetroffen hätte. Ich renne lieber nicht mit einem Schuss in der Kugel hier rum. Aber wer weiß, wie das wieder endet. Okay, alles zu. Ganzen Wohncontainer hier, oder was? Sind sie alle abgeschlossen. Jetzt können wir mal die MP nehmen. Ah. Überraschung! Ich habe es schon gehört. Wo bist du denn hin? Komm, die drei Schuss reichen hier. Oder vier haben wir noch. Da sind wir mal sneaky. Komm. Alle Mann, Feuer! Wohin willst du feuern, Kollege? Okay, der hat mich gesehen und haut mich. So viel Schuss, wie wir immer einsammeln, brauchen wir gar nicht. Ich würde gerne deren Waffe haben und nicht meine scheiß Sniper hier. Ich will die gute Sniper. Natürlich habt ihr mich gesehen, ja? Ah, das war der Schnee. Wer schießt? Der da oben. Und wird es jetzt hier eine epische Schlacht? Den hätte ich nicht nehmen sollen. Wieder für zwei Leben nehme ich den scheiß Heiltank. Scheiße. Na komm, spielen. Der war jetzt nicht mehr so hart. Ich muss die Medipacks erstmal liegen lassen, wenn ich nicht so viel Leben brauche. Na, da liegt aber noch eins. Und da lag auch noch eins. Ja, einfach ist es auf jeden Fall. Aber ich will halt auch nicht sterben. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob ich lieber irgendwie schwerer spielen soll oder auf einfach. Ich habe halt echt auch keine Lust, das doppelt zu spielen. Und es kann gut sein, dass ich so krass faile, dass ich das irgendwie dreimal spielen muss, so wie ich das am Flugplatz da in der letzten Folge tatsächlich machen musste. Ist halt auch nicht so geil. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal entscheiden. Freue ich mich auf euer Feedback. Und natürlich auch während der Facecam, ja? Das ist auch wichtig. Falsche Waffe. Granaten werfen kann ich auch, komm. Pfeffern wir eine rein. Scheiße, ist zu früh rum. Ausschwärmen! Du stehst hier alleine. Das war ja gar nicht, glaube ich. Hängen hier noch irgendwie Dokumente? Wo sollen wir eigentlich hin? In die Hauptfabrik sollen wir rein. Okay, Feuer! So hat er sich das auch wieder nicht vorgestellt. Irgendwie habe ich Angst. Wahrscheinlich nicht gebraucht zu haben. Okay, wir haben den ersten Teil anscheinend geschafft. Das hat sich ja dann schon mal gelohnt für heute. Würde ich sagen, machen wir morgen weiter im nächsten Teil. Also, Feedback gerne in die Kommentare. Morgen geht's weiter, Medal of Honor. Wir sind immer noch in Norwegen. Und Jack ist einfach umgeschossen worden, der Idiot. Na gut, jetzt müssen wir alleine weiter. Ciao!